Hallo liebe Schachfreunde und herzlich willkommen bei Chessame, eurer Schachakademie. Ja, wir haben für euch heute die Zusammenfassung der zweiten Runde der Schachweltmeisterschaft 2021 und zwar zwischen natürlich dem norwegischen Titelverteidiger Magnus Carlsen und seinem russischen Herausforderer Jan Nepomniachtchi. Die Partie war sehr, sehr intensiv, brisant und ja, voller Irrungen, Wirrungen. Und zwar für beide Spieler. Also durchaus eine super gelungene Startphase der Schachweltmeisterschaft für die Zuschauer. Und auch beide Spieler wirkten heute auch in der Pressekonferenz noch sehr, sehr nachdenklich. Ja, wir gehen einfach mal aufs Brett und schauen doch mal, was ist denn in der Partie alles so passiert. Ja, angefangen hat es heute mit D4. Also Magnus Carlsen spielt im ersten Zug Bauer D4. Mit den weißen Steinen. Und ja, was erwarten wir natürlich? Wir erwarten natürlich eigentlich den Grünfeldinder. Und zwar Springer F6, C4 und Bauer G6. Kam aber leider gar nicht. Magnus wird sich natürlich mit Sicherheit darauf besonders intensiv vorbereitet haben mit seinem Team. Aber es sind ja noch einige Spiele zu spielen, wer weiß. Ich glaube nicht, dass Nepo den ganzen Wettkampf widerstehen kann, kein Grünfeld zu spielen. Aber es kam Bauer E6. So, leitet natürlich nach Springer C3. Den nimmt so Inder ein. Carlsen entscheidet sich hier für Springer F3. Und ja, durchaus möglich natürlich jetzt mit Bauer B6 wäre ein damenindischer Aufbau. Nepo entscheidet sich aber für D5. Und ja, jetzt erwartet man von Magnus natürlich hier in der Stellung, dass Springer C3 kommt. Also ganz klassisch das Damengambit, aber er hat, glaube ich, heute viel überrascht mit dem Zug G3. Ja, und Catalanich kommt aufs Brett. Natürlich von Magnus Catalanich kennt man eigentlich gar nicht so sehr. Hat er auch bisher kaum gespielt. Aber mit Schwarz hat er natürlich eine riesige Erfahrung und auch ja, viele tolle Partien schon gespielt. Und ja, ich gehe mal davon aus, dass er seine Schwarzerfahrung mit in die Weißvorbereitung reingebracht hat. Aber G3, wie gesagt, ein Zug, mit dem ja wahrscheinlich gar nicht so viele gerechnet haben. Nepo vielleicht sogar inklusive. Es kam Läufer E7, Läufer G2, Rochade, Rochade DC4, also ja, ganz normale Hauptvariante im Katalanen und ursprünglich spielt man ja jetzt auch Dame C2, um den C4-Bauern abzuholen. Hatte Nepo interessanterweise zweimal drauf gegen Giri innerhalb des Jahres 2020-21 und in zwei anderen Partien. Also Nepo hier gar nicht so erfahren eigentlich in dem Aufbau. Aber was macht man natürlich? Man schaut sich auch beim WM-Kampf die Partien an, die man mal gespielt hat. Und ja, die werden natürlich auch analysiert und man, beziehungsweise man schaut natürlich, was hätte ich eigentlich besser machen können in der Partie? Oder was kann ich machen, falls natürlich mein Gegner das auch aufs Brett zaubern möchte? Und ja, Nepo spielt jetzt nicht hier A6, das solide, was er bisher gemacht hat. Dann kommt natürlich in der Regel aktuell A4, also die modernere Hauptvariante. Früher wurde eigentlich immer Dame C4, B5 gespielt. Aber ja, ganz aktuell eigentlich, beziehungsweise sehr in Mode ist auch der Zug B5. Allerdings noch nicht ganz so häufig gespielt, natürlich wie A6 hier. Also eher eine Nebenvariante, kann man sagen. Aber durchaus sehr modern. Ja, natürlich erwartet man jetzt hier eigentlich von Weiß den Zug A4. Also, das ist die Hauptvariante zumindest. Doch Carlsen spielte heute Springer E5. Also ein Zug, der mit Sicherheit auch viel überrascht hat, denn die Engine ist gar nicht so der riesige Freund des Zuges Springer E5. Also es ist mit Sicherheit nicht der beste Zug, aber Magnus hier mit seinem Team hat wahrscheinlich eine ja, sehr intensive Vorbereitung gehabt und hatte durchaus wahrscheinlich die Idee, in eine komplexe Stellung ja, reinzukommen, um ja, Nepo vor möglichst praktische Probleme zu stellen. Also sehr, sehr interessant auf jeden Fall der WM-Kampf bisher. Beide Spieler mit sehr kämpferischer Einstellung und ja, beide Partien auch sehr hart umkämpft auf jeden Fall. Springer E5, der Vorgänger im Jahr 2021, eigentlich letzten Monat sogar beim FIDE Swiss Chess Grand Prix, war
Springer D5 spielte hier Großmeister Matlakov gegen Großmeister Adli, der hier mit B3 fortsetzte. Also auch sehr interessant. Da ist natürlich auch immer die Idee, dass Weiß zwar hier einen Bauern weniger hat am Darmflügel, aber da hat er dafür natürlich das ja, Bauernzentrum, was relativ stark ist. Ne? Und in der Partie kam C6, wahrscheinlich auch der beste Zug. Ja, nehmen auf C6 macht keinen Sinn. In der Regel will man den ja eher stehen lassen, damit der Läufer hier auch eingesperrt ist, weil wenn ich jetzt nehmen würde, beispielsweise, dann kommt natürlich Turm B8 gleich Läufer B7 und ja, hier hat sich Schwarz sicher nichts vorzuwerfen. Stattdessen kam von Magnus A4, greift natürlich hier die Struktur an, also in dem Fall hat ja, Schwarz keine Möglichkeit, er muss das Zentrum schließen, sonst wird es hier geöffnet. Das geschah auch mit Springer D5 und ja, der Druck wird natürlich aufs Zentrum erhöht. Also Springer C3 von Magnus. Und ja, auch hier wieder nicht so extrem viel Auswahl eigentlich für Schwarz. Klar, natürlich B4 ist mit Sicherheit eine Option, aber nach Springer E4 ist halt immer der Bauer auf C4 dann weg. Sprich, Läufer A6, Springer C4, Springer D7. Und ja, jetzt kann Magnus hier auch B3 spielen, also seinen Läufer nach B2 stellen, die Türme verbinden. Ich denke, das wäre im Sinne von Weiß. Also hier wäre er mit Sicherheit zufrieden gewesen mit seiner Vorbereitung. F6, der kritische Zug, sieht etwas komisch aus, weil natürlich sich auch Schwarz hier den E6 schwächt. Ja. Macht es natürlich auch ja, also ist natürlich auch anfällig für Hebel, ja, im Zentrum, das muss man auch dazu sagen. Gut, der Springer geht nach F3, wohin auch sonst. Und es kam Dame D7, also ein Stabilisator des Bauern hier auf E6, aber auch vor allen Dingen ein Stabilisator des Bauern hier auf B5. Breitet auch Läufer B7 vor, also auch in diesen Fällen wäre der Läufer durch die Dame gedeckt. Es kam natürlich Bauer E4, also Weiß baut sich hier dieses starke Zentrum auf. Springer geht nach B4, Dame nach E2. Und gut, der Springer von Schwarz geht nach D3. Weiß mit einem sehr starken Zentrum auf jeden Fall. Und ja, muss dieses Zentrum natürlich jetzt weiter vorantreiben, etwas mit dem Zentrum kreieren und Probleme schaffen bei Schwarz. Und das versucht der Magnus hier mit E5. Der Zug hat mehrere Ideen. Eine Idee ist natürlich, das Feld E4 für den Springer C3 freizuräumen. Der würde auf die schwachen Felder D6 und C5 schauen. Andere Option ist natürlich auch, den Läufer auf G2 freizuschaufeln, also dem eine schöne Diagonale zu geben. Ja, es kam in der Partie Läufer B7, also der Läufer stellt sich auf die Diagonale. Falls sich was öffnen sollte, wäre der Läufer schon dort. Und Carlsen nimmt auf F6, Läufer F6. Und Springer E4 mit ja, der Idee, theoretisch natürlich dem Gegner das Läuferpaar zu nehmen, beziehungsweise auch vielleicht sogar das Feld C5 hier auszunutzen. Nepo entwickelt sich, also macht hier auch alles richtig, muss man sagen. Hat also wirklich sehr, sehr gute Züge hier in der Partie auch gefunden. Und ja, jetzt ist Magnus natürlich ja, vor ein Problem gestellt, denn die Stellung wird immer konkreter. Man hat einen Minusbauern und muss jetzt so langsam natürlich irgendwo die Initiative beweisen. In dieser Stellung gab es tatsächlich die Möglichkeit für Magnus auf F6 zu nehmen. Klar, es muss der Bauer nehmen, wenn er Turm nimmt, dann gibt es natürlich das schöne Feld E5 für Weiß. Ja. Deswegen Bauer nimmt F6, um das Feld zu decken. Aber nach Läufer H6, Turm F7, Springer E1 kriegt Weiß hier so ein bisschen Gegenspiel auf jeden Fall. Durchaus unklare Stellung, ja, aber Schwarz hier auch mit dem etwas unsicheren König definitiv. Es ist halt die Frage, wie schnell kommen die weißen Türme hier auch ins Spiel. Aber gut, Magnus macht hier einen Fehler mit Springer E5 und dieser Zug leitet die Bahn natürlich in sehr komfortable Spuren für Nepo, denn Nepo kann ja forciert die Qualität gewinnen oder ja, eigentlich muss man sagen, die Qualität gewinnen. Es kommt Läufer E5, DE5, Springer C5. Und wie von Carlsen auch in der Pressekonferenz schon zugegeben, den Zug hat er komplett übersehen. Der Springer ist sehr, sehr wichtig, muss man sagen, ja, auf E4. Also
Den braucht der Magnus noch und hat den auch dann nach D6 gespielt. Würde getauscht werden, hat ja theoretisch Schwarz irgendwie einfach einen Bauern mehr. Und eigentlich ist ja, sage ich mal, die Pointe von E5 gewesen, um dem Springer auch irgendwann mal dieses Feld ja zukommen zu lassen. Also sprich, irgendwann einfach auch mal den Springer nach D6 zu spielen. Es kam Springer B3. Gut, etwas besser gewesen jetzt als der Partiezug gewesen wäre mit Sicherheit Läufer E3. Und dann hätte der Turm auf A1 durchaus gut gestanden, guckt auch auf A7. Aber ja, vielleicht wollte Carlsen auch diesen nervigen Springer auf D3 einfach loswerden. Das könnte auch ein Grund sein, wieso er hier selber Turm B1 gemacht hat und gesagt hat, okay, ich opfer die Qualität, ich muss sie ja sowieso hergeben, aber dafür kriege ich immerhin beide Springer. Springer C1, Turm C1, Springer C1, Turm C1, Turm B8. Natürlich mit der Idee, auf der ja, B-Linie Spiel zu erzeugen gegen den B2-Bauern. Und ja, Magnus verbessert jetzt auch seine Stellung. Wir sehen, der Springer auf D6 ist natürlich relativ unangenehm, relativ stark und schließt vor allem diese sehr wichtige D-Linie aus schwarzer Sicht. Das war jetzt eine ja, kritische Situation der Partie, denn hier konnte Nepo mit Sicherheit besser spielen, als er es getan hatte. Der Partie kam relativ schnell eigentlich Läufer A8. Ja. Aber was ist nach B schlägt A4? Denn nach B schlägt A4 kommt er jetzt dazu, gleich seinen weißfälligen Läufer zu tauschen. Das ist ja das eigentliche Ziel, das will man ja erreichen. Denn nach Läufer E4. Bauer G6, klar, Weiß hat natürlich die Option, vielleicht mal H4, H5 zu spielen, also sprich am Königsflügel anzugreifen. Aber jetzt gerade aktuell, ja, würde man wahrscheinlich den C4 erstmal nehmen müssen. Doch dann kommt jetzt der Schwarzspieler zu C5 und dann würden auch natürlich die Leichtfiguren hier getauscht werden, also sprich Läufer gegen Läufer. Und schon ist Schwarz hier seinen, ja, doch noch eben schlechten Läufer losgeworden. Die Stellung sollte etwas besser sein für Schwarz mit Sicherheit, denn hier in der Stellung ist es so, dass natürlich der Turm, anders als eine Partie, das hier, den hier als Ziel hat, natürlich auch auf der A-Linie zwei Freibauern. Also wenn der B2 mal fällt, dann kann das ganz schnell auch in die Hose gehen. Dafür hat Weiß natürlich die Möglichkeit, auch vielleicht irgendwo am Königsflügel was zu machen. Ja? Sprich Springer F6, H4, H5, vielleicht den Turm irgendwie umgruppieren. Es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten hier, aber muss aufpassen, dass er natürlich in Time ist. Läufer 8, also deswegen etwas ungenau von Nepo und ja, jetzt macht Carlsen einfach gute Züge. Also er spielt jetzt Läufer E4 und der Zug ist natürlich sehr, sehr stark, denn hier muss auch Schwarz aufpassen, ja, nicht ins Mattnetz irgendwann reinzulaufen. Der Turm zum Beispiel von Weiß droht in der einen oder anderen Situation natürlich auch nach H4 rüber zu gehen. Ja. Es kam Bauer C3. Gut, ist natürlich die Frage, was ist der beste Zug? Der beste Zug ist wahrscheinlich hier in der Stellung G6 und man mag sagen, das war vielleicht schon die letzte Chance in der Partie für Nepo hier ja, vermutlich auf Gewinn zu spielen und zwar jetzt nach G6 Bauer A5, also sehr, sehr wichtiger Zug übrigens, ja, die Stellung zu schließen. Nicht dem Gegner das Gegenspiel gegen den B2 zu geben. Und ja, dann beispielsweise nach A6, sehr, sehr schöner Zug für Schwarz. Da kann er später mit Dame A7 spielen und den Weißen so ein bisschen an den F2 binden. Also sehr, sehr unangenehmer Zug A6 hier. Aber Nepo spielt hier eine Partie C3. Gut, etwas genauer ist wahrscheinlich erstmal auf C3 zu nehmen und dann Dame C2, ja, nach G6 Dame A4, aber in der Partie kommen wir in die gleiche Stellung rein, ja, nur über Zugumstellung, also sprich Dame C2, G6, nimmt C3, nimmt A4, Dame A4 und ja, jetzt muss man natürlich dazu sagen, der C6 ist schwach, der A7 ist schwach und der Springer auf D6 ist einfach ein Monster. Ne? Zusätzlich gibt es vielleicht sogar die Option, mal irgendwann hier am Königsflügel ja, abzutasten. Was lebenswichtig ist, ist natürlich, dass der Läufer gegen den getauscht wird, ja, also aus schwarzer Sicht. Deswegen muss irgendwann C5 kommen. Aktuell ist der Bauer aber noch gefesselt. Es kam Turm FD8, Turm 1, also der A7-Bauer hängt, C5 und ja, jetzt hängt natürlich hier
Also beziehungsweise hängt noch nichts, aber jetzt ist natürlich der Läufer auf A8 sehr, sehr gewillt, seinen Tauschpartner hier abzutauschen, um dann wenigstens diesen schlechten Läufer loszuwerden. Es kam Dame C4, nimmt, nimmt, Springer F6 ist natürlich eine Drohung, König A8 deswegen. Und ja, jetzt geht der Springer wieder zurück nach D6. Warum? Ganz einfach, der schließt die Stellung. Also die schwarzen Figuren haben ja nicht so viele Möglichkeiten, irgendwo aktiv zu werden, wenn der C5 fällt, sowieso nicht. Und das geschah jetzt in der Partie auch. Also Turm B6, Dame C5 und jetzt dachte ich mir, okay, da wird aber, wenn einer gewinnt, dann Magnus auf jeden Fall. Turmverdopplung, möchte einen Turm tauschen, sollte Weiß natürlich verhindern. Also König G2. Und ja, jetzt kam Bauer A6, also der Bauer wird erstmal gedeckt. König A3 und ja, Turm C6 greift also auch wieder die Dame an. Die geht zurück nach D4, um ja den Springer D6 im Auge zu behalten, denn was würde der Schwarze machen wollen? Der würde natürlich auf jeden Fall mal überlegen, auf D6 zu nehmen, ja, um diesen nervigen Springer loszuwerden. Das geht aber aktuell noch nicht. König G8, C4. Dame C7 soll natürlich auch jetzt den Zug C5 verhindern. Also Bauer C5 geht jetzt nicht, weil der Turm würde einfach schlagen. Und nach Dame G4 hat Carlsen sich jetzt für eine praktische Lösung entschieden, denn die Zeit lief auch ab, ne? Also hier unter 5 Minuten auf der Uhr gehabt und kriegt kein Inkrement zum 40. Also in dem Fall ja, ein ja, sehr verständlicher Zug hier. Klar, für Schwarz natürlich auch, denn Schwarz muss hier nehmen. Also Turm D6, Bauer D6, Dame D6, C5 als Ablenkungsmanöver für die Dame, um dann halt die Bauern abzuholen. Und jetzt muss Schwarz hier wunderbar den Zug Turm F8 finden mit der Idee Dame F5, aber natürlich nicht nur das, sondern auch mit der Idee hier rauszuschlagen auf F2. Und jetzt bleibt Magnus nicht anderes übrig, als hier mit einem Bauern mehr ins Turm ins Spiel zu gehen. Also sprich nach F4, Türme werden getauscht. Ja. Und gut, das hat er relativ einfach remis gehalten. Wir gehen mal ganz kurz durch. Also der Turm muss einfach im richtigen Moment beispielsweise von hinten die Schachs geben. Ja, dann kommt der König nicht ganz ran. Das hier war noch ein kleiner Versuch von Magnus, um ja die schlechte Bauernstruktur auszunutzen. Klar, wenn er auf H5 genommen hätte, wäre gar nichts los gewesen. Also es wäre auch sehr einfach zu halten gewesen. Und nach Turm Schach, ja, kam jetzt Turm H6 und dann hat jetzt Schwarz immer wieder den F4 angegriffen. Der König kam ran und dann gibt es wieder das Schach und dann wäre irgendwann die dreimalige Zugwiederholung ja auch ein Weg zum Remis gewesen. Sehr, sehr spannende, umkämpfte Partie von den beiden. Also wir können sehr gespannt sein, was der WM-Kampf noch zu bieten hat. Und ja, schaltet doch gern wieder rein bei Chessme, schaut euch das Video an, lasst uns Kommentare da. Wir freuen uns auf jeden Fall und sehen uns dann ja wieder morgen beziehungsweise heute mit der dritten Runde des WM-Kampfes. Partie Nipponjashi gegen Carlsen. Bis dann.